So Leute, willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Platin Edition. Das Offscreen Training hat sich bezahlt gemacht, ich bin jetzt stärker denn je. Und ich habe zwei Weiterentwicklungen vorbereitet, die werdet ihr sehen. Und ich glaube, ihr seht schon die Level, und sie sind gigantisch, besonders Vampyro. Er ist schon auf Level 20. Warum auf Level 20 ist? Wegen des Bosses, den wir in diesem Part bekämpfen wollen. Der muss stark sein, sonst haben wir keine Chance. Und jetzt... Eigentlich sollte ich Marvin schon auf Level 15 drin, weil deswegen habe ich es immer zurückgehalten. Wegen Sauschgut-Gelings und ich möchte jetzt mit euch die Level-Entwicklung noch machen. Deswegen wird er für euch jetzt die beiden Entwicklungen vorführen. Na dann, Marvin, weile deines Amtes. Marvin, was war das denn jetzt für eine Aktion? Bringt das Video. Ja. Das war ein Schadelos. Ich habe nämlich bei Pokémon schön offscreen gefangen. Und zwar ein Schadelos habe ich gefangen. Ein Pachirisu ist mir ins Netz gegangen. Und ein Barmelin ist mir ins Netz gegangen. Das Barmelin habe ich auch schon einem benannt. Und zwar nach Lukas. Na, Lukas Müller. Also, er ist Lukas. Na, Lukas, freu dich. Du bist offiziell mit auch ein Pokémon in diesem Spiel. So sieht jetzt Marvin aus. Ich glaube, es kriegt einige Umfallen. Das soll Marvin sein. Sorry, Marvin, aber die mögen dich jetzt ein bisschen mehr. Sehr froh. Und natürlich wird der Chillast noch einen Kampf machen. Chillast steht nämlich kurz vor Level 18. Level 18 ist die Weiterentwicklungslevelstufe, was weiß ich. Der müsste genug droppen. Fang an, Chillast. Komm schon. Geh down. Oh nee. Eigentlich hat's immer gereicht. Moment, noch eins. Stirb. Dank Rasierblatt. Boah, ich hatte gerade irgendwas essen wollen schon wieder. Scheiße, das fühlt sich komisch an immer. Hatte gerade das Abendessen gehabt. Da musst du ja selbst was machen. Bist halt so im Internat. Da muss mir immer was selbst machen und ja. Ich weiß nicht, was ich jetzt hatte, aber ich bin jetzt wieder voll und jetzt ist irgendwie so geladen, deswegen will ich auch jeden umbringen. Vielleicht bin ich noch ein bisschen erst vorliegen mit MSC und mache ihn nochmal zerfisten. Sorry Kumpel, ich muss es tun, ich hab Bock drauf. Lass mich doch meinen Bock haben. Und Weiterentwicklungszeit. Chillast entwickelt sich zu Shellcarine. Steht sogar hier. Carine wegen Terran. Muss ich sagen, alle Entwicklungen durch. Papyrus ist jetzt nicht ohne Grund auf Level 20. Das werdet ihr nämlich geil erleben, sobald wir im Stand gehen. Weil in diesem Fall geht es darum, wir wollen ja das Windkraft wegstürmen. Und Team Galaktik in den Arsch treten. Und wenn ihr wüsstet, wer uns dort erwartet. Ich hab's angekündigt, bevor wir ewig genau erreichen, gibt's einen Boss. Wird's ja da drin sein, ich weiß es. Ich sag's euch nicht. Wer geht vor? Ich sag's so, ich schicke immer zwei vor, die kämpfen sollten. Ich würde MSC und Staravia losschicken. Die haben was Geiles drauf. Und laut meinem Wissens nach müsste MLC sich wieder auf Level 30 weiterentwickeln zu Luxtra. Genug der Worte, gib den süßen Honig her. Zauberwort bitte. Tu was wir sagen, Team Galactic wird den Honig bekommen. Wir werden damit eine große Zahl Pokémon anlocken und dann fangen. Hey,
Das Kind da hat alles gesehen. Was machen wir nun? Das fehlte noch, dass das Kind losrennt und Hilfe holt. Die Lösung liegt auf der Hand. Wir sorgen dafür, dass das Bike seinen Mund hält. Wer ist hier gleich die Schnauze? Ein Skunkabu. MSA? Zeigen wir es ihm. Ladevorgang auslösen. Jetzt wird's lustig für ihn. Für uns hier. Jetzt wird's richtig geil. MSA, jetzt geht's los. Funkensprung. Nein. Lass es knallen! So. Das ist der Grund, warum ich immer nur eine Rübe sein werde. Du bist eine Rübe, du schlägst Menschen! Mann, das ist lahm, sie werden mir den Lohn kürzen. Ich bin jetzt nächster dran, hehe, mit dir zu kämpfen, nachdem du geschwächt wurdest, finde ich äußerst reizvoll. Was meinst du mit geschwächt? Du hast gerade mal mit einem Pokémon gekämpft. Ich habe mal noch 5 Stück weitere auf Reserve und ich habe noch über meinen Ass ausgespielt. MSA, volle Kraft voraus. Zeig, was du kannst. Mein virtueller Touchpen in Stellung bringen. Genannt Maus. Na komm. Ich bin schon richtig gelangweilt von euch. So. Ich möchte Beförderung. Du kriegst keine Beförderung, du Sackgesicht. Dieser Rosser ist zu stark, sogar mehr als zu stark. Mir fehlen die Worte, stark ist das Kind und mein Wortschatz. Ist recht groß. Das war's für uns. Lass uns zurück ins Windkraftwerk gehen. Oh, was ist das für ein Ding? Das müssen die hier vergessen haben. Das ist ein Schlüssel, der gehört bestimmt zu dem Windkraftwerk. Ich kann damit nichts anfangen. Du kannst ihn meinetwegen haben. Geil. Vielen Dank, du hast mich gerettet. Die Schurken wollten meinen feinen süßen Honig stehlen. Ich bin richtig seltsam. Angezogen waren. Und was sie gesagt haben, war noch viel seltsamer. Oh, ich muss dir bei dir bedanken. Hier, nimm etwas von diesem süßen Honig. Ich nehme gleich ganz viel. Direkt macht nach dem Satz: Frisst du Sau. Wenn du den Honig auf die Rinde eines süßen, riechenden Baumes schmierst, lockst du mir vielleicht Pokémon an. Oder ich esse den Honig lieber selber. Ach, scheiße, stimmt, ich hasse Honig. Fällt mir gerade so ein. Kann ich nur diesen einfachen Fakt vergessen, der ist so einfach zu wissen. Aber ist die Team Rocket? Team Galactic macht mich jetzt gerade richtig aggressiv. Die macht mich so aggressiv, Leute. Ich will die töten. Wisst ihr, Leute, soll ich mal was erzählen, was mich auch aggressiv macht? Außer die hier. MSA, wenn er einen auf Marvin Zock macht. Ist gleich voll beleidigt, die Leberwurst. Das regt mich auch auf. Finde ich echt scheiße. Na dann, MSA. Komm mit mir. Du kommst mit, du. Ich habe jetzt nichts zu mobben. So. Das dauert jetzt. Dann gehen wir rein. Was? Kann nicht sein. Du hast den Schlüssel? Aber dann habe ich die Tür ganz umsonst verschlossen. Jetzt stehe ich wie ein totaler Verlierer da. Aber ganz selbst für Selbstmitleid. Ich muss dem Commander Bescheid geben. Ach, die Musik ist so geil. Thank you.
So. Ach, das macht doch keinen Spaß. Das ist ja richtige Arbeit, sag ich dir. Ich sag dir, was Arbeit ist, nicht zu wissen. Na komm, geh sterben, Junge. So. Ja, jetzt seid ihr eigentlich. Bist du tot, du. Verdammtes Zubat. Was? Ein Rostov hat mir die Arbeit vermasselt? Ich weiß. Ich bin fies und so. Ich fiese Schwein und Arschgesicht und alles Mögliche. Ja, ich kenne auch Beleidigung. Elektrizität aus dem Windkraftwerk abzapfen. Das ist unsere Mission. RSA und Stromverschwender, die haben so eine große Stromrechnung, deswegen gehen sie einfach mal das Kraftwerk abzapfen, damit sie einfach jetzt nicht die Stromrechnung bezahlen müssen. Sehr schlaues Mittel. Kann man das in die Kraftwerke so arm? Das verstehe ich langsam hier. Bäm! Und du bist aus dem Fenster geflogen. Und MSA ist auf Level 19. Na klar, wechseln. Wer geht als nächstes rein? Dich nehmen wir mal wieder. Na komm, mein geiles Daravia. So. Da wollen wir dich mal zurechtstutzen. Ah, wirklich zurechtstutzen. Okay. Jetzt kommt der Commander dort. Und wie ich ankündigt habe, es gibt einen Bosskampf und jetzt habt ihr es ja vor uns. Marvin kommt vielleicht mal wieder zum Einsatz. Ach, du Vollesel, der da unter diesem Professor, das ist ein Vollesel. Geh weg von mir! Ich will noch nicht vergewaltigt werden! Tut mir leid. Ich muss es tun im Namen von Polnesica. Ich bin einer der drei Commander des Team Galactic. Moment, das stimmt gar nicht. Alle der vier Commander. Ja, in der Map sind es drei, sind es vier. Weil dieser Vollhorst da oben rechts, dieser Niederhaken, das ist auch ein Commander, das ist ein Vollhorst. Man nennt mich Mars. Warum nennst du einen Planeten? Willst du da hinziehen oder wie jetzt? Wir werden eine neue Welt schaffen, eine Welt, die besser ist als diese. Und was kann ich mir da vorstellen? Aber niemand versteht unsere Pläne und findet sie gut. Ist doch klar, wenn du da nur allein bist. Du verstehst uns auch nicht, oder? Das macht mich traurig. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Sag doch mal eigentlich mal was. Können wir uns sehen, welche Schritte wir als nächstes gehen werden? Wenn ich gewinne, verschwindest du hier. Gewinnst du, werden wir Team Galactic hier verschwinden. Team Galactic Kampf geht los. Frage, wer will mit Mars ausgehen? Oh, es guckt mich bestimmt einige ganz doof an. Bleib drin! Nein! Halte durch! Was glaubst du? Stellst du mit meinem Pokémon an? Ich mach es da wissen? Nach MSG-Style. Oh nee. Ach du Scheiße. Toxine Scheiße, los. Langsam wird's gefährlich mit Imprin. Weil Toxin wird. Zieht immer mehr ab. Wir müssen. Jetzt ist besiegen, bevor es spät ist. Ich tausche jetzt gar aus. Wir brennen Sicherheit ist. Weil jetzt spielt sie Ass aus. Na, glaub ja, ne? Mach, dass ich das noch. Ne, einen Trick auf Lager habe. Es wird Zeit für meinen neuen Skill vorzustellen. Ich habe ihn mal in SV League eingesetzt. Der ist richtig geil. Emerald Skill. Plus. Na dann. Tempo-Eep? Oh! Du dummes Ding!
Vergebung gibt nur einmal, du Schwein. Verteidigung! Ausfahren! Okay, Papyro, und jetzt? Geh auf mit Flammenrad auf das Vieh los! Perfekte! Das ist der Tod! Weil Großbrand jetzt aktiv ist. Großbrand verstärkt die Feuerangriffskraft verstärkt. Das sollte reichen. Tempo-Hieb! Wir haben gewonnen. Unfassbar, ich hab verloren. Du dreist Rotznase. Ach ja. Alles schöne gerade. Ups, da hab ich aber ordentlich Mist gebaut. Aber es macht rein gar nichts. Ich hab den Kampf genossen. Du bist einfach immer noch misshandelt werden von irgendwem oder was. Gut, ich rufe mal den SKM per Steam Voice Chat. Der wird sich um dich kümmern. Da hast du Sache gerettet. Das ist aber schade. Gegen ein Kind zu verlieren ist bedauerlich. Nun, da kann man nichts machen. Wir haben genügend Energie zusammen. Unser gewonnenen Energie stellt uns Tür und Tor auf. Hey, mir, Charon. Da kommt da keine Zweifel. Immerhin erkennt selbst ein Boss. Der Boss ist mein Genie an. Charon, bist was der Tod? Nebenbei, was ist keine Information zu Charon? Der hat keine Pokémon. Das ist eigentlich ein schwacher Hippie. Den kriegst du eigentlich ganz so einfach wegtreten. Mars, wir brechen auf. Du hast mir gar nichts zu sagen. Nur der Boss darf mir Vorschriften machen. Sonst darf das keiner. Reiß dir meine Nähe gefälligst zusammen. Du bist immer neu hier. Denk nur nicht, dass dich jemand ernst nimmt. Ich nehme dich schon ernst, Junge. Tja, höchste Zeit, dass wir uns verabschieden. Team Galactic, sie haben gesagt, dass wir unbedingt Energie und Pokémon sammeln müssen. Wir wollen hier ein neues Universum aufbauen, haben sie zumindest gesagt. Was, das hat alles überhaupt keinen Sinn ergeben, aber ich kann dir gar nicht genug für meine Rettung danken. Endlich sehe ich meine kleine Tochter, meinen Sonnenschein wieder. Papa! Hey, Papa, du riechst! Papa, geh duschen! Igitt! Ich weiß, wir stehen gerade ein bisschen Gamer und so. Oh, tut mir leid, ich hab wohl zu viel Freedom Planet gezockt und so. Es macht so süchtig. Und dann habe ich wohl Legacy gezockt. Ach du, Zocker, ey. Ich musste ohne Unterbrechung für sie arbeiten. Was, du musst zocken? Als Arbeit? Würde ich mir auch gerne. Danke, Trainer. Du hast die ganzen bösen Leute hier gejagt. Nun kommt das Ballon-Pokémon bestimmt wieder. Okay, darauf kann ich gleich zu sprechen kommen, weil das ist echt interessant, die Story dazu erzählen. In dem Spiel gibt es ein Pokémon, das nennt sich Driftlon. Warte, das muss ich das bestimmt mit dem klären hier. Ah ja, du bist es. Ja, richtig, du bist es. Ich habe gehört, Team Galactic ist in dieses Kraftwerk aufgetaucht. Team Galactic, hast du von ihnen schon gehört? Aber natürlich, wir kennen uns ja so. Wo ist dieses Team? Wie bitte? Du hast vertrieben? Du bist zwar ein Scanner, aber na gut, der setzt meine Sohn im Gebäude fort. Glaub mir noch, du Arsch! Erstaunlich, ich habe das gesamte Gebäude durchsucht. Auch im Gebäude findet sich dieses ominöse Team Galactic nicht. Du hast jetzt nicht aus Versehen übersehen oder irgendein anderes Team gejagt. Du bist einfach nur ein wahrer Trainer. Etwas jung zwar, aber du sein, als Scanner zu erkennen. Ich werde nur meine Aufgabe als Elite der internationalen Polizei nachkommen und schuldig verfolgen. Noch kein Quellen für die Spur noch ewig genau ich finde nur neue Fehler mich. Auf jeden Fall. Jetzt komme ich nochmal zu Driftlon zu sprechen, weil ich glaube, da bin ich. Ich bin nämlich gerade. Ich konnte gerade nicht aussprechen. Also, es gibt ja ein Pokémon, das nennt sich Driftlon. Das Driftlon kommt aber nur freitags. Das heißt, ihr müsst bis Freitag warten und da ich freitags nicht aufnehme. Ja, Pech gehabt. Ich muss aufs Game fangen. Und noch etwas. Bei Vergiftung, wenn ihr außerhalb des Kampfes jetzt ein Pokémon vergiftet und das KW gegen runter bei Einsturz auf. Beste Neuerung zu den alten Titeln im Feuerrot, wenn du vergiftet bist und außerhalb des Kampfes nur rumläufst, stoppt es irgendwann. Ja, ne, ich hab die gut gemacht sogar. Finde ich richtig krass. Geil und so. Wenigstens mein Team Galactic hier weg, die haben mich ja gestört, die Schweine. Dieser Arsch will ausgenommen werden, oder? Hey, wär's mit einem Kaffee, bevor ich in den Ewigwald aufbreche? Egal, komm, machen wir. Der hat ein Ponita. Ich wusste es sogar noch! Blibrin?
Blobber! Nein, Nephisting lassen! Blobber! Blobber's weg! Immer drauf einschlagen! Wir haben ja bereits alles, was wir fangen können, deswegen... Ja, können wir weitermachen. Wir können dem Sinne jetzt schon weitergehen. Da bin ich doch jetzt ganz schön demotiviert. Klar. Was kommt jetzt? Haben wir schon. Weil ich es weiß, wer es nicht gemerkt hat, hier ist so ein schöner Pokéball-Symbol. Soll ich dafür, dass ich gefangen wurde? Verteidigung ausfahren, Librel voll Kraft. Ich da gar nichts hier. Marvin! Los, Marvin! Ich glaube, es ging eigentlich immer noch Love Flash, was mehr Marvin ist. In dem Spiel. Kopfnuss. Ja, schön, Fisting. Genau, Marvin, du bist gut. Du bist der beste Marvin. Marvin ist geil. Ich mach mich immer noch Karre. Ich gebe zwar kein Berg hier, aber ich bin zum Bergwandern bereit. Und los! Du bist Stress, Junge? Ich gebe dir Stress. Ich helfe dir aber nicht beim Stressabbau. Ich helfe dir nur, den Stress aufzubauen. Hier, los, wir brennen. Volle Pulle. Bulle, Pulle, was soll denn das Scheiß? Ich stirb. Level-Differenz steigt schon wieder an. Wir werden bald wieder eine neue Differenz haben, ja. Blobstrahl! Perfekte Attacke vergessen. So. Hey, ich kann mich geschickt zurücklehnen hier, weil ich ja mit Maus spielen kann. Das ist der Vorteil von Emulation über DS-Move. Ja, Leute. Das findet ihr jetzt cool, hä? Ich kann so richtig relaxen. Und ja, ab geht er mit dem Hieb. Ja, direkt ins Gesicht genommen, hier auch noch. Ich habe immer noch den Jumpgamer trainiert, mache ich langsam mal. Ey, ich bin dabei fertig mit dem Part. Der Part ist sowieso gleich vorbei. So. Ein Kampf machen wir dann noch. Mal gucken, welchen wir da machen. So, Level 21 schon. Ich weiß, haben Vampyros sich weiterentwickelt. Ich kenne das Level schon. Es dauert nicht mehr lange, bis Vampyro auf die nächste Entwicklungsstufe geht. Und das ist richtig powerful. Ich würde sagen, Marvin geht vor. Marvin vor! Hier ist irgendwo ein Item versteckt, ich weiß es noch. Mal gucken, da ist es versteckt. Schau mal, der ist ein langer Weg zwischen Florio und Ewig hinaus. Lass uns kämpfen. Ja, ist wirklich weit. Übrigens, wir können nach dem zweiten Arena-Kampf sogar ein ganz geiles, seltenes Pokémon fangen. Es ist fast wie legendäres. Ich bezeichne es als legendär, obwohl es kein legendäres Pokémon ist. Ist von mir als so als behandelt. Vielleicht wisst ihr, welch von wem ich rede. So. Marvin hat's destructed. Boah, mir sind die Kaffee in Pokémon ausgegangen, genau.
Jetzt haben wir den noch, den Kampf. Ich liebe Pokémon, die süßes riechen, so wie dieses. Riech doch mal. Boah! Das stinkt ja wie Smogon! Rosea, und das riecht wie ein Smogon, Alter! Die Blume ist verdorben! Weg damit! Niemand kann Marvin Zock besiegen. Oh, so ich. Hast du verstanden, was ich meinte? Ich bin Pokémon gut. Das geht scheiße. Es geht wie ein Smogon, verdammt. Du hast echt Nerven, mich zu quälen, ne? Oh, das haben wir so heute gehört, die Nerven. Den Kampf noch schnell. Schauen wir noch den Kampf, den sollten wir noch schnell schaffen. Wir haben doch genug starke Pokémon. Also bis Pampyro auf Level 21. Also was kann da schon passieren? Heilball! Ich heile dich mit der Macht des Balls. Das gehört doch mal. Schnell, komm her, Junge. Oh, komm her, Mädchen, her. Ich frage mich, welche Pokémon in dieser Gegend findet. Keine Ahnung. Zwei Pokémon. Das dürfte für Marvin ein Kinderspiel werden. Marvin ist stark! Meine Fresse, ey! Ich hätte gedacht, dass Marvin so powerful ist! Hättet ihr es gedacht? Also ich nicht. Mein herzlichen Glückwunsch an dich, Marvin! Kopfnuss. Alter, Marvins Angriffskraft ist ja übermäßig. Was hat denn der für Power? Schau mal, Kamera nach. Ich bin schockiert, wir können nur verlieren. Ach, deswegen meine Scheiße, ey. Ja, im nächsten Mal geht's hier weiter. Wenn's euch gefallen hat, dann schreibt einen Kommentar und vergesst natürlich die Bewertung nicht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann, Leute!